Oh ja, jawohl, wir sind im Spiel und es hat eine unglaubliche Grafik. Sonst muss ich hier mal umschalten. Das läuft hier gut. Gott, wenn ich das schon sehe, echt, da wird es mir gleich wieder schlecht. Ja. Wobei, wurde die Grafik verbessert? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist Ach, hör auf, mehr hör Gras. auf. Du musst nicht mal versuchen, es schön zu reden, Thomas. Das ist so schlimm. Was ist das hier? Ich habe hier einen Traktor. Wo habe ich den Traktor denn her? Einfach Ketten. diese Häuser, die aufploppen, was soll ich? Ich weiß nicht, was du meinst. Also. Die Orange spritzt da rum, ja, ganz genau. Ah. Das ist ja hier schon vorbereitet. Was ist das Baummenüspiel im Menü? Ich bin verstört. Das Baummenü? Was? Nein, das Baumminispiel. Baum-Minispiel im Menü. Ich habe keine Ahnung. Was? Wie kann ich denn endlich. Ach da. So. Okay. Ich Die habe jetzt hier Grafik schon haut mich mal. vom Sessel. Ich habe ja hier schon mal. Komischerweise, mein Spielstand hat das schon, dass ich hier einen Baum habe, der schon zerteilt ist. Also der schon vorbereitet. Das heißt, ich muss jetzt den Mist nur aufladen. Das irgendwie geht. Ich weiß bloß noch nicht, wie es geht. Elias Benutzen. fragt, kannst du noch mal ein Let's Play von MudRunner machen? Ich feiere das Spiel total und habe es auch selber. Ja, wenn dann natürlich nur zu zweit. Das stimmt. Ja, wenn, dann müsst ihr einen Multiplayer machen, ja. Die Steuerung. Ey, die Steuerung. Ich drehe am Rad. Ey, die Kamera. Alles ist die Steuerung ist komplett verkehrt herum. So, wie kann ich in die Gabel zumachen? Stamm aufheben. Ah, oh, das Das geht. hat doch keine schlechte Entscheidung. Nee, also es ist für die Lacher bestimmt nichts. So, wie kriege ich das Teil jetzt hier drauf? Die Ist es Steuerung. eigentlich PS4 Pro Version? Das sieht Das nämlich ist, so ja, aus. das ist PS4 Pro übrigens. Das sieht man ja auch. Ja. Ah, diese Ja. 4K-Grafik, Alter. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich glaube es zumindest. Das Ding ist mir abgestürzt. Oh, geil. Das Ding ist nicht mal 5 Alter. Minuten drin und stürzt ab. Ja, es ist Aber das kommt doch abgestürzt. selten vor, bestimmt bei diesem Spiel. Ja, natürlich. Ey, das ist ja der Hammer. Vor allem die Ladezeit war Alter. länger als die Spielzeit bis zum Absturz. Ja, und es hat auch schon Das jemand können wir doch geschrieben nicht heute, vom machen. selben Hersteller ist jetzt der Bausimulator rausgekommen. Da bin ich auch ganz knapp davor, den zu Das kaufen. brauchst du. Das musst du kaufen. Ah, jetzt weiß ich, was der Zuseher vorhin gemeint hat. Hier gibt es ein Baum-Minispiel im Menü, tatsächlich. Und das mache ich gleich mal. Oh, das sehe ich. Das ist bestimmt sehr gut. Die PS4 ist von der Grafik überfordert. Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch überfordert hier. Die dampft schon, oder? Naja. Also wenn es hier neblig wird, liegt es an der PS4. So, Oder an. versuche so viele Bäume wie möglich zu fällen, bevor die Zeit abläuft. Yeah! Thomas, glaubst nicht, was ich gerade sagen wollte. Doch, ich weiß schon. Ich muss hier ganz schnell Bäume fällen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Reden. Ja, keine Zeit, ich glaube.
Oh, bitte schau dir das im Stream an. Bitte, bitte. Sag mir, dass du das auch siehst. Hier ist ein Baum, der ist so im 45-Grad-Winkel gefällt. Der fällt nicht um. Die haben nicht mal das Minispiel hinbekommen. Und das ist ja auch Mini, das ist ja nicht schwer. Also, was ist das bitte? Das ist das Baum-Minispiel. So sieht's auch aus, wie das Baum-Minispiel. Heißt das, mir gerade mal bei Baum und Mini einfällt? Nee, keine Ahnung. So, ich habe jetzt auf jeden Fall 700 Punkte erreicht und das ist der neue Highscore, ja? Als bin ich der König der Welt mit meinen 7 gefällten Bäumen. Das war also das Baum-Minispiel. Ja, Lennart, gute Idee, aber zu spät. Vielleicht nehme ich es aus dem Stream nochmal raus. Den Screenshot. Was denn? Ja, ich soll einen Screenshot machen von dem Baum und als Profilbild nehmen. Ich nehme, glaube ich, als Profilbild meinen Charakter hier. Der sieht nämlich auch brillant aus. So. Der ist High Quality. Mhm. Aber sowas von. Der sieht echt fast so aus wie du. Mhm. Der hat auch so einen Kohlebart. Mhm. Der Hut. Das ist kein Hut, das ist eine Mütze. Mhm. Dass es echt noch Leute gibt, die Hüte und Mützen nicht unterscheiden können, ne? Das sind ja die Schlimmsten. Würde ich gerne mal in die Fresse schlagen. Mhm. Auf der Gamescom. Ich auch. Jeden Tag im Spiegel. Was mir aber am meisten Sorgen macht, oder ich weiß nicht, ich schreibe es noch PS4 Pro rein, ne? Nein, jetzt habe ich den Streamtitel. Ach. Was sagst du zu Fortnite? Stimmt, wir sollten das mal zusammen zocken. Ich weiß schon, das ist heute schon dreimal gekommen, die Frage. Ich habe es noch nicht gespielt, keine Ahnung. Du schon, oder? Ja, habe ich. Ich mag es aber nicht. Also, wir können das echt mal zusammen zocken. So, jetzt habe ich einen passenden Streamtitel rein. Hä? Ich glaube, du hast da was falsch geschrieben. Du hast das Beste falsch geschrieben. Ach so, ja, stimmt. Okay, jetzt ist natürlich das Coole, also nicht cool meine ich damit, dass ich an derselben Stelle wie gerade eben bin. Okay, jetzt darf ich wieder akrobatisch mit dem Kran rumfuhrwerken. Hä? Ah, okay, doch fahren, okay. Das Spiel ist safe nicht online-fähig. Doch, ich spiel's immer gegen meine Homies auf der Street. Was, Forstwirtschaft? Ja. Ja, das... Ich muss mich gerade voll konzentrieren, das ist nämlich echt schwer. Ja, glaube ich dir. Welches Studio hat das gemacht? Also der Hersteller ist UIG, aber ich weiß nicht, wie das Studio heißt. Wahrscheinlich gibt es nicht mal ein Studio, das. Ja, das wurde von. Das konnten die sich nicht leisten in Frankfurt. Ja. Fahrmodus. Okay, ich muss das erstmal ein Stück nach hinten. Nach hinten fahren. Okay.
Ey, es ist wieder abgestürzt. Was soll das? Was für ein Riesenschrott! Okay. Alter. Das, jetzt ernsthaft, es geht nichts mehr. Es ist wieder stehen geblieben. Ja, dann musst du halt WW2 spielen, geht ja nicht anders. Nee, dann mache ich das anders. Dann werde ich das nicht mit diesem Transporter machen, sondern mit was anderem. Ach, was weiß ich. Ich meine, ist zwar schade, aber du musst halt WW2 spielen. Nee. Also hier im Menü heißt Join Dots und Silent Future als Studio. Was? Also, ja, das sind die, wo die Studios die es gemacht haben. Ich hätte gedacht, das hat Treyarch gemacht. Ja, ich hätte gedacht, das hat Naughty Dog gemacht. Sieht fast aus wie ein Naughty Dog Spiel. Also ja, von der Grafik stimmt, vor allen Dingen und von der Story. Und von der Story, ja. Also ich muss diese Bäume... Nee, ich habe eine Idee. Ich transportiere die Bäume jetzt nicht auf den Anhänger, sondern ich ziehe die direkt mit meinem Traktor ins Sägewerk. Ja, oder du spielst halt WW2. Nee, das WW2 ist ja viel schlechter als das hier. Grafik ist besser als Uncharted, da hat er recht. Mhm. Ja, ich meine hier schon immer das Gras an. Und Elias fragt, wieso spielst du sowas und spiel jetzt bitte WW2? Nein. Wieso, das ist ein super Spiel. Ja. Wie kann ich eigentlich den Anhänger abkoppeln? Sicht umschalten. Oh, das hat eine Cockpit-Perspektive. Wow. Also damit ist es eigentlich schon besser als Need for Speed. Das, was das Beste in der Cockpit-Perspektive ist. Weißt du, was auch eine Cockpit-Perspektive hat? Spin Tires. Das stimmt. Und das sieht sogar fast so gut aus. Also das Geile ist an der Cockpit-Perspektive ist, dass das Lenkrad sich nicht bewegt. Das ist ja zu geil. Ah, oh, das ist gut. Da wurde sich Mühe gemacht. Oh Mann, ey, das ist ja der Hammer. Das ist echt der Kracher. So. Oh, es hat auch eine ziemlich gute Physik, sehe ich gerade. Ich bin über den Baumstamm gefahren. Oh, jetzt habe ich mich festgefahren. Wow. Also das verdient schon... Jetzt habe ich mich echt festgefahren. Das verdient einen Oscar. Ja, das ist die Oscar-Szene hier. Definitiv. Ich habe mich jetzt echt festgefahren in einem Baumstamm. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Kettensäge und zersäge den Traktor. Schade, das geht leider nicht. Hast du es gerade echt versucht? Ja. Ich habe zwei verschiedene Kettensägen dabei, wie geil. Aber die bringen beide nichts. Spiel doch jetzt einfach Mudrunner, ist doch auch was mit Autos bzw. Trucks. Ja, aber das ist ja gut. Ja, das recht. Also wobei es wahrscheinlich echt besser wäre. Ich glaube, ich kann mich doch befreien. Es wäre natürlich besser. Ja, aber ich will jetzt schon befreien hier mit dem Traktor. Moment mal, ich kann in Arbeitsmodus wechseln. Ja, genau, jetzt habe ich eine super Idee. Ich hebe jetzt den Baumstamm auf, den ich... Oh nein, den Baumstamm wollte ich jetzt aufheben, auf dem gerade mein Traktor ist, also quasi Baumstamm Inception. Aber das geht nicht, weil, rat mal, was gerade passiert ist. Das Spiel hat sich aufgehängt. Ganz genau. Nummer 3, Absturz Nummer 3. Das kann doch nicht sein. Doch, es ist der Hammer. Es ist, es ist,
Ey, das ist so abgrundtief. So, also. Das ist das beste Spiel, was ich jemals auf der PlayStation 4 gesehen habe. Ja, Kann ich unterschreiben, ja. Alter, das ist doch. Okay, also Spiel laden. Ich mache jetzt was anderes. Ich gehe jetzt ins Dorf. Genau, ich mach jetzt irgendwas anderes. Ich gehe jetzt ins Dorf und vielleicht gibt es eine Kneipe, wo man sich besaufen kann. Also, da würde ich mich so abfüllen, das glaubst du nicht. Ja, Lennart sagt, ich darf nicht den Arbeitsmodus wechseln. Das stimmt, das ist immer dann abgestürzt im Arbeitsmodus. Aber das Problem ist, wozu dann dieser Arbeitsmodus, wenn das Teil abstürzt? So. Ja, und außerdem meint auch schon, ja, ich muss dann wohl doch aufs Pferd wechseln, ja. Das glaube ich langsam auch, weil das war ja am Anfang, bevor ich den Traktor gehabt habe. Aber wie kann ich Gehabt denn hab. gehabt hab, 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 hab. Wie kann ich denn eigentlich dieses blöde, ich kann da durchlaufen, diesen blöden Anhänger abkoppeln? Gibt es gar nicht, oder wie? Okay, ich fahre jetzt ins Dorf. Jetzt habe ich genug, echt. Oh Gott, das Schlimme ist ja, dass die Grafik ruckelt auch noch wie irre. Nicht nur, dass die schlecht ist, sie ruckelt auch noch. Es ist mir auch ein Rätsel, wie man irgendwie eine PS4 so unterfordern kann und trotzdem das so schlecht ist. Also, ich check's nicht. Hat die überhaupt Bremsen? Ja. Wie geht denn hier die Karte? Oh, das Spiel hat ja Musik. Manchmal, die machen wir an. Ich glaube, es hat auch einen guten Grund, warum ich die Musik Was? ausgemacht habe. Ja, das hat Musik. Aber geh mal doch bestimmt, oder? Ja. Oh Gott, jetzt weiß ich wieder, warum ich die abgeschaltet habe. Aber ich lasse sie trotzdem an. Du hast die wahrscheinlich abgeschaltet wegen der GEMA. Ja, das war's. Oh, Moment mal, ich sehe hier ein Bett auf der Karte. Ich glaube, ich gehe am besten schlafen. Das ist das Beste, was man im Spiel machen kann. Einfach schlafen. So, hier. Oh, hat der gute Bremsen. So, wo geht's hier zum Bett? Hier drin ist ein Bett. Hier kannst du ab 19 Uhr schlafen gehen, um den Tag zu beenden. Oh, ab 19 Uhr ist es 11:50 Uhr und ich möchte jetzt den Tag beenden. Das ist so schlimm. Wieso kann ich nicht mittags schlafen gehen? Was ist das für ein, echt, was ist das für ein sozialistisches Spiel, echt? Das schreibt mir Ganz vor, weil ich zu ehrlich. schlafen gehe. Und vor allen Dingen, was ist das für eine Scheiß Toilette? Kommunisten. Was ist denn bitte mit dieser Toilette passiert? Hat die einen Grün sparen oder was? Ha, Alter, wie sieht's mal, Junge? Das ist wie in Silent Hill, echt. Die Badewanne ist noch okay. Bis auf die Schattenfehler da hinten Guck dir mal dran. die Fliesen an da unten. Was ist denn das? Es ist auch echt die letzte. Das sind auch die letzten Kotzfliesen, die man sich ins Bad stellen kann. Und hier ruckelt es auch überhaupt nicht, wenn ich rausschaue. Nein! Rat mal, was gerade Sag passiert bitte. ist. Es ist abgestürzt. Nein, Es ist nein, abgestürzt. nein. Ich schaue mich auf dem Klo um und es stürzt ab. Nein. Vor allen Dingen, das Krasse ist, es stürzt so, es bleibt einfach stehen. Also, es hat keinen normalen Absturz mit Fehlercode, sondern es ist einfach Freeze. Warum? Und weißt du, das Allerschlimmste dran ist, die Musik läuft weiter. So, das war jetzt der vierte Absturz. Nummer vier.
Oh, klassische Musik höre ich gerade, das ist Grieg. Wirklich kann ich auch spielen. Ah, echt das bekannte Stück, das, wie heißt's, Morning, oder wie heißt das? Ja. Nein, keine Ahnung. Aber der Siltex sagt noch was ganz Richtiges, der Feuerwehrsimulator, der war ja auch so brutal schlecht. Der war vielleicht sogar noch schlechter, eventuell. Weißt du, was geil ist? Der Airport Fire Department Simulator oder so. Und während das Spiel lädt, schaue ich mal im Store, wie teuer das ist. 40 Euro. Nee. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Der heißt der wirklich Airport, bla bla bla. Ja, irgendwas mit Airport auf jeden Fall. Okay. Airport Fire Department, sowas. Ah, Firefighters Airport Fire Department. Ah, Was für ein geiler Firefighter. Titel schon, ne? Boah, okay. Nee, 30 Euro. So. 30 Euro kostet der. Oh, der Ja, hat ist immer noch 30 Euro zu viel. aber er hat die genauso gute Grafik. Ja, das hatten wir uns auch letztens zusammen angeguckt. Wirklich? Ich hab's schon wieder verdrängt, weil Ja. das so. Oh mein Das mit dem, Gott. da wo man den Müll einmal löschen muss, das ist doch das, oder? Geh mal auf die Screenshots, geh mal auf die Screenshots. Was? Ja, genau jetzt. Ja, wir sind die hochspezialisierte Flughafenfeuerwehr. Wir löschen unter anderem brennende Flugzeuge und Mülleimer übrigens auch. Also wenn Sie mal einen Mülleimer brennen haben, wir kommen sofort vorbei. Vor allen Alter, Dingen das. was ist denn los? Das Feuer sieht auch aus wie, also wie echt einfach nur hingehen. Ja. Ja. Das ist so Okay. gut. Das sieht so aus wie aus San Andreas. Ja, und das ist jetzt noch der neue, wie hieß der neue? Dieser Achso, dieses Farming Simulator Ding, Bausimulator, ne? wie hieß Achso, jetzt ne. der? Nee, nicht Farming Simulator, sondern. Na, wie hieß der? Construction Simulator oder so? Ich finde den nicht mehr. Ist er schon wieder rausgeflogen aus dem Store? Ach ja. Wer zu Recht, natürlich. Okay, Moment, ich gehe mal auf. Moment, ich muss mal suchen machen. Also Construction. Ich suche mal. Ich möchte nur wissen, wie viel der dann kostet. Na, es gibt auch diesen Constructor, der ist ja genauso. Nee, hö, ich finde es gar nicht. Haben sie ihn wieder aus dem Store entfernt, oder? Hoffen wir es einfach mal. Ja. Für die Menschheit. Nee, ich finde es nicht egal. Naja. Jetzt rat mal, also ich habe ja währenddessen die Forstwirtschaft geladen, ja? Und bin währenddessen ins Store gegangen. Jetzt rat mal, was währenddessen mit der Forstwirtschaft passiert ist. Oh mein Gott. Nummer 5. Absturz Nummer 5. Ohne dass ich überhaupt das Spiel gespielt habe. Ich mach's nochmal. Ich starte es Also nochmal. ganz ehrlich, das muss man doch verklagen. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich solltest du. Ja, eigentlich könnte man die tatsächlich verklagen. Aber bei denen Was kannst du dann soll wahrscheinlich denn nichts holen. das? Ja. Ja, der Chris sagt schon, das Spiel tut körperlich weh. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch so langsam ein paar Krämpfe kriege ich la so langsam. Ja. Wir wollen gar nicht wissen, was du für Krämpfe bekommst. Nee, wirklich nicht. Schaut überhaupt noch jemand zu? Oder sind schon alle weg? 41. Wow. Was geil ist, weil das ist so ungefähr genauso wie, als würde ich Gran Turismo spielen. Ja,
Nein, bild dir bitte nichts drauf ein, Thomas. Nicht, dass du denkst, die Leute wollen das Spiel tatsächlich sehen. Nee, aber so, es ist halt geil, dass man doch Trash irgendwie spielen kann. Ja. So. Aber das Problem ist, das ist halt nicht einfach nur lustiger Trash. Das ist einfach nur Trash, der die ganze Zeit abstürzt und wo man nichts macht. Das ist doch Ja, Kacke. ja. Also ich gehe jetzt zu Fuß ins Dorf. Ja. Karte. Ah, hier ist eine Karte. Okay. Ah, das ist sogar mit Live-Sicht. Okay. Das ist auch schön, dass die Karte nicht zoombar ist oder drehbar oder so. Oder dass man irgendwas erkennt, wo man gerade hinläuft. Wie weit bist du bei Mudrunner? Ich hab's nicht mehr weitergespielt. Zweite oder dritte Karte, hätte ich gesagt. Hast du so viel ohne mir gezeigt? Ohne mir, ohne Nee, mir, ohne ohne mir. mir, ja. Nee, aber wenn du ein, zwei Fähigkeitspunkte freischaltest, dann kriegst du schon die nächste und übernächste Karte. Immobilien. Immobilien? Ich gehe mal zum Immobilienmakler. Ich sag, das Spiel wird eh abstürzen, bevor du angekommen bist. Nee, ich hab's. Oh, cool, ich kann Homeoffice kaufen. Hä? Hier kannst du Mitarbeiterverträge entgegennehmen. Level 8. Produktion. Du kannst verschiedene Artikel. Ich mache jetzt mal ein Homeoffice. Wer kann ich dann. Oh, sie benötigen mehr Erfahrung, das ist schade. Weil ich hätte als Holzfäller würde ich gerne Homeoffice machen. Einfach daheim bleiben. Einfach mit der Kettensäge daheim ein bisschen rumfuhrwerken, da muss man nicht raus. ja, ich brauche. Ach, Level 8. Was für ein Level habe ich denn jetzt? Wo steht denn das? Ah, da, Level 7 bin ich. Es gibt ein Level-System. Ja, Damit es motiviert. Je mehr ich deine Streams gucke, desto mehr verliere ich den Glauben an der Menschheit. Ich dachte, die Lust am Leben. Oh! Das auch. Ich habe mein Pferdekutsch-Fuhrwerk wieder gefunden. Juhu! Yes! Jetzt geht's rund! Hier, und vor allen Dingen am besten ist die Animation, wenn man das Teil dreht. Was ist denn das für ein Pferd? Ey, was ist denn das? Ich kann echt zu der Musik tanzen. Weißt du noch, wo in welche Richtung? Ah, da hinten ist der Traktor. Okay. Was denn? Ist alles gut, ist doch alles. Ja, auch so, ja, stimmt. Irre mich auch ein Goat Simulator, ja, aber der Goat Simulator ist ja zumindest noch irgendwie lustig. Ja, ist der auch. Hast du den? Ich habe ihn nur auf dem iPhone, glaube ich. Der war so doof, dass ich. Ja, gab's ja auch. Mein Gott. Ich hol dir das mal auf PC. Nicht auf PC, auf PS4. Ja. Ja, kannst du es wenigstens streamen. Ja, genau. So. Ich bin jetzt gerade mit meinem Pferd angekommen und was passiert? Nummer 6 ist passiert. Der Absturz Nummer 6. Alter. Also, was ich nicht checke, ich bilde mir ein, wo ich es am Anfang mal gespielt habe. Ich habe auch zwei Let's Play-Folgen davon gemacht. Da ist es nicht abgestürzt. Und jetzt plötzlich. Ich nehme an, wahrscheinlich, weil die PS4 Pro zu viel Power hat. Da Ja, kommt das das Spiel kann nicht mehr sein. mit. Ja. Also, folgendes, wie ich. Pass auf, folgendes. Jetzt machen wir folgendes, Leute. Ich spiele jetzt das Spiel jetzt noch bis zum nächsten Absturz und dann geht's rüber zum Mudrunner. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Das ist echt der letzte Trash. Das ist einfach nur Dreck. Dreck in digitaler Dreck. Na. Na. Entschuldigung, ein digital übles Machwerk. Schon besser. Ja.
von einem Tu nicht gut. Tu nicht gut, Alter. Hauen die jedes Jahr einen neuen Teil raus? Oh, bitte nicht. Oh, das wäre. Oh, da wäre ich dabei, hä? Ja, bestimmt, es heißt ja 2017, es müsste für 2018 auch ein Teil, neuer Teil kommen. Dann. Oh nein, oh nein, bringt mich um. Also ich meine jetzt noch Folgendes, bevor das Spiel wieder abstürzt, ich fälle jetzt erstmal in den Baum. Das ist das einzige Schöne hier, dass man eine Kettensäge benutzen kann. Kann man auch eine Axt benutzen? Hallo? Nee, bisher nicht, nö. Nee. Die Kettensäge hat man von Anfang an, glaube ich. Da gibt es keine Axt. Ja, und ich stelle mich genau mal in den Baum rein. Das habe ich aber schon mal gemacht. Ich habe mich jetzt direkt unter den Baum gestellt. Der Baum liegt auf mir drauf. Ich stehe direkt unter dem Baum. Ich habe ihn aufgefangen mit meinem Kopf. Das macht mich echt fertig. Mich auch, und ich spiel's nicht mehr. Das ist auch so geil, weil ich säge an irgendeiner Stelle. Ich säge durch die Luft zum Beispiel und säge aber trotzdem den Baum durch. Ich säge jetzt hier mal hier. Ich frage mich schon nicht mehr. Also, ich weiß noch. Die 10 Abstürze kriegst du noch voll. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich habe jetzt noch einen super Plan. Ich gehe jetzt den Berg hoch und stürze mich dann runter, ja, um das Spiel mal dann zu beenden. Ich hoffe, das geht. Wenn ich in dieser Welt wäre, würde ich genau das Gleiche machen. Ja, definitiv. Ja, vor allen Dingen stimmt schon. Ja, genau, als Angenommen, du wohnst hier wirklich. Also, das ist die einzige Möglichkeit. Also ich. Ja. Ja, eigentlich hätte ich auch mit dem Traktor hier hochfahren können, aber ja, wahrscheinlich wäre jetzt schon der Absturz. Der wäre dann schon vor 10 Minuten gewesen. Ja, und was sage ich? Ich sag kein Witz, ich sag das Wort Absturz. Was macht das Spiel? Ist schon da. Das hat wahrscheinlich zur Spracherkennung. Ne, jetzt reicht's mir. Was für ein Mist, ey. Also wirklich. Was zur Hölle? Was? Wie kann man sowas. Zum einen, wie kann man die Idee haben zu so einem Schwachsinn und das auch noch so mies umsetzen? Und was fällt eigentlich Sony ein, dass sie sagen, ja, das können wir doch im PSN-Store veröffentlichen? Was zur Hölle? Jetzt ernsthaft.